35 Jahre Verein Infö, 10 Jahre Mehrgenerationenhaus. In Tübingen wurde gestern ordentlich gefeiert. Das Fest ließen sich auch Staatsministerin für Integration Annette Wiedmann-Mautz, Oberbürgermeister Boris Palmer und Dominik Kuhn alias Dudu K. nicht entgehen. Der ältere Jubilar, der Verein Infö, sorgt dafür, dass Geflüchtete die deutsche Sprache lernen, berät sie und fördert sie in allen Lebenslagen. In den letzten Jahren haben Menschen aus über 104 Nationen den Verein besucht und die Angebote wahrgenommen. Der jüngere Jubilar, das Mehrgenerationenhaus, ist ein Ort der Begegnungen und bietet vielfältige Freizeit- und Bildungsangebote.